So, Drosseln beim Auspuff. Wir haben jetzt hier mal einen Originalauspuff. Die am meisten verbaute Drossel ist ein Trichter, der einfach hier im Auslass mit einem Schweißpunkt festgemacht ist. Kann man ganz einfach rausdremeln, rausbrechen und dann hat man den Auspuff meistens schon entdrosselt. Auch viele Sportauspuffanlagen sind so gedrosselt. Dann gibt es bei den Originalauspuffanlagen natürlich noch Besonderheiten. Man hat hier eine Abgasrückführung, die geht dann zurück in den Ansaugbereich. Das ist einfach dazu da, um die Abgase zu verbessern, damit der Roller seine Abgasnorm schafft. Da macht man entweder hier einen Cut, schweißt es zu oder man verstopft einen der Schläuche. Zudem gibt es hier noch das sogenannte Blindrohr. Das hat überhaupt keinen Zweck, außer dass es den Roller drosselt. Man schneidet es auch ab und schweißt es zu, bringt in der Regel 5 km/h beim originalen Roller. Bei Sportauspuffanlagen, die einen Verbinder haben, ist auch gerne eine Drosselung hier verbaut, die dann raus muss. An Verbindungsstücken. Genauso kann auch oft hier eine Drossel verbaut sein. Da habe ich gleich ein Beispiel dafür. Das hier ist ein Endschalldämpfer vom Sportauspuff. Und so sieht dann diese Drossel aus. Die sitzt dann meist hier. Ist jetzt ein bisschen weiter drin, aber so sieht das aus. Also muss man die entfernen, auch meist mit einem Schweißpunkt festgemacht. Sie kann aber auch an der anderen Seite am Übergang vom Auspuff zum Endschalldämpfer drin sein. Da muss man sie eben hier entfernen.